Na, was für ein Duft. Allerdings ist die hier nicht echt. Aber sie könnte euch, liebe Zuseher, ein bisschen einen Hinweis liefern, dass ich mich jetzt in eher exotische Gefilde begebe und dort allerdings nicht auf die Pflanzen, sondern auf die tierischen Bewohner mich konzentriere. Wo, werdet ihr gleich merken. Ja, und diese drei sagen es ganz eindeutig. Hab's Zoo müssen sie gesehen haben. Ich bin im Reptilien Zoo Hub in Klagenfurt gelandet. Und ich sitze jetzt hier ganz gemütlich im Sauriergarten des Reptilienzoos mit Frau Helga Happ. Das ist also die aktuelle Chefin der Anlage. Und meine Frage eigentlich nur, hätte es keine normalen Haustiere gegeben? Keine, die so spannend gewesen wären wie Schlangen. Wir haben genug Haustiere gehabt, Pferde, Hunde, Katzen. Aber das, was wirklich interessant war eben, das waren die Schlangen und kein Mensch konnte wirklich Auskunft geben. Und daher ist dieses Interesse so brennend geworden. Ich nehme mal an, Sie waren nicht die Erste, die den Zoo hier gegründet hat, sondern ich nehme an, das wird der Vater gewesen sein. Das war mein Mann, mein verstorbener Mann hat den Zoo gegründet und ich habe quasi hergeheiratet. Und es hat sich einfach so toll ergeben, dass Hobby und Beruf zusammengekommen ist. Ich bin eigentlich vom Beruf Pädagogin. Und Kollegin, auch, ich bin Volksschullehrer. Das ist sehr günstig auch, weil wir sehr viele Schulklassen und Kinder, Kindergartenkinder haben. Und das war einfach auch die ideale Ehe, wo du das gemeinsame Hobby hast und die gemeinsamen Interessen hast. Wie viele Reptilien, es sind ja nicht nur Schlangen, habt ihr hier im Zoo ungefähr? Gut, wir haben auch mit den Säugetieren, Kaninchen, Meerschweinchen, mit den Fischen, Spinnentieren, circa 1000 Tiere. Also ich schaue, dass wir nicht weit drüber kommen, weil wir nehmen ja jedes Jahr sehr viele Fundtiere auf, beschlagnahmte Tiere, ausgesetzte Tiere. Aber die Kapazität bei uns ist einfach... Das glaube ich. Das Areal ist ja auch irgendwo begrenzt. Ja. Jetzt, ist das auch irgendwie eine Forschungstätigkeit mit dabei? Ja, wir beschäftigen uns eingehend mit der heimischen Reptilienwelt, bearbeiten im Moment die rote Liste der Reptilien Kärntens und schreiben sehr viel für den Naturwissenschaftlichen Verein Kärnten und für gewisse wissenschaftliche Zeitschriften. Der Sohn ist Biologe und für mich ist es einfach ein Hobby. Ich bin auch Gerichtssachverständige, also es ist Liebhaberei, es ist einfach alles. Ist das ein gefährliches Hobby oder sind die Gefahren minimierbar? Es ist ein gefährliches Hobby, weil bei uns wird jeden Tag am Morgen in der Früh, bevor die Besucher kommen, die Tierpflege gemacht. Und Tierpflege heißt natürlich auch die Scheiben und Terrarien öffnen bei den wirklich tödlich giftigen Tieren. Wir hantieren nicht herum, also wir entnehmen kein Gift, sondern behandeln die Tiere wirklich mit Respekt und Liebe, dass sie sich bei uns sicher fühlen. Und daher ist es schon gefährlich. Aber man überlebt es. Vor 33 Jahren, also man sieht das an mir. Ja, dann danke, vor allem danke, dass es jemanden gibt, der sich um vielleicht weniger beliebte Tierarten kümmert, denn es gibt ja nicht so viele Leute, die sich jetzt gerne mit Reptilien oder Schlangen oder sonstigen abgeben. Unser Ziel ist es eben, das Ziel des Zoos ist es, die Angst und die Vorurteile abzubauen. Und ich denke, das gelingt uns sehr gut. Danke. Kleines Rätsel, liebe Zuseher. Eine von den zweien ist echt und eine aus Kunststoff. Welche ist jetzt die echte? Hier ist die Lösung. Das ist die echte. Und hier haben wir eine heimische Schlangenart, nämlich die Hornotter, erkennbar an dem charakteristischen Muster auf dem Rücken. Und wer mit dem Namen Hornotter nichts anfangen kann, sie heißt auch Sandviper und ist giftig. Also bitte aufpassen, wenn ihr ihr begegnen solltet. Und diese Köhlerschildkröte lässt sich gerade ihr
veganes Mittagsmahl schmecken. Mahlzeit. Nun ja, grüner Leguan heißt er, gefärbt ist er allerdings eher braun. Eine europäische Landschildkröte macht Fiesta. Und die andere sucht sich gerade einen schattigen Platz. Gar nicht so leicht. Das ist übrigens die griechische Landschildkröte, die hier recht flott durch die Gegend krabbelt. Man könnte fast meinen, hier bei den diversen Wasserschildkröten und Sumpfschildkröten gibt's irgendwas umsonst. Auf jeden Fall gibt's Gedränge. Die Häschenfütterung, nicht Häschenverfütterung wohlgemerkt, wird im Reptilienzoo Hub fachgerecht von den Besuchern vorgenommen. Hier gibt's Streit ums Salatblatt. Aber es ist ja genug für alle da. Einen Hasen nicht an der Angel, sondern an der Karotte. Sogar zwei. Hey Leute, habt ihr hier noch Platz für mich? Na gut, dann nicht. Hey, von da oben hat man eine ganz gute Aussicht, aber ich gehe lieber runter. Ganz schön lang, dieser Gulzwaran, würde ich mal sagen. Ein roter Teju oder Techo, wie man ihn halt richtig ausspricht. Hier haben wir eine Schlangenhalsschildkröte, klar erkennbar am langen Hals. Auch sie eine Wasserschildkröte, die allerdings Luft holen muss. Steht ihr gut die neue Haut der Texas-Klapperschlange, die alte, die vergammelt dann an den Zweigen. Womit wir eindeutig wissen, alle Schlangen, also auch die grüne Mamba, die wir hier sehen, häuten sich. Und Achtung, die grüne Mamba ist hochgiftig. Was auch für die in Florida beheimatete Mangroven-Nachtbaumnatter gilt. Eine der größten Vipern ist in Afrika beheimatet, die Gabun-Viper. Natürlich ist auch sie giftig und tödlich für den Menschen. Auch die Königskobra ist giftig. Das heißt, sie hat Giftzähne, mit denen sie beißen kann. Der Mississippi-Alligator, schau, der kann sich sogar bewegen. Mit Sicherheit sogar auch schnell, wenn er Beute machen will. Es gibt nicht nur Schlangen, die Giftzähne haben und beißen, sondern auch Echsen, allerdings nur eine Art, nämlich die Krustenechse. Diese Bartagame müsste irgendwann mal zum Barbier, oder? Ein Blauzungenskink, ob er mir seine Zunge auch zeigt? Und hier ist sie, der Star unter den Spinnen, die Vogelspinne. In dem Fall eine Weißknievogelspinne und den Namen kann man sich erklären, oder? Kleiner Klettermaxe. Hier liegt ein wunderschöner Netzpython, eine der größten Schlangen der Welt, bis zu 10 Meter lang und eine Würgeschlange. Eine Abgottschlange oder auch Boa Constrictor bewegt sich hier langsam durch ihr Terrarium. Kaum zu glauben, dass diese so träge wirkenden Fische im Rudel
innerhalb kürzester Zeit ein Beutetier skelettieren können. Ja, ja, ihr habt richtig vermutet, das sind Piranhas aus Südamerika. Ja, und auch der kleine Stadtstreicher möchte einmal Schlange im Naturzustand anfassen, statt nur bei der Handtasche der Freundin. Aber, ihr wisst schon, anfassen und streicheln ist eines, aber um den Hals haben ist was anderes. Ich hoffe, die hat heute schon ihr Frühstück bekommen. Natürlich. Fühlt sich jetzt nicht mal gefährlich an. Hallo du!